Hallo Leute, Querbox Nummer 12, diesmal aber wirklich. ja, ich habe dich schon oben aufgeschnitten, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Das werden wir jetzt zusammen machen. Aber eins kurz vorweg, ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, ich bin mir nicht zu 100% 100% sicher, aber die Dame, die das mit den Querboxen veranstaltet, hat, glaube ich, bei Instagram geschrieben, dass das möglicherweise die letzte Querbox ist, die es geben wird, weil sie hat halt nicht mehr so wirklich neue Ideen, was man da reinpacken könnte. Und nur Analogkram, da ist halt die Zielgruppe für zu klein. Das war ja immer eine ganz gute Mischung hier. Ja, deswegen, es kann sein, dass das hier wirklich die letzte Querbox ist, die es jemals geben wird oder bis jetzt. Also dieses Jahr ist es auf jeden Fall die letzte. Genug der Schwafelei, wir fangen an. Ich bin nämlich gespannt, was hier so drin ist. So. Wenn ich jetzt eine Solar Can sehe, dann weiß ich, ich habe schon wieder die falsche bestellt. Aber. Nein, hier ist keine Solar Can drin. Oh. Das ist aber. Das ist ganz schön schwer. Und was ist das? Eine Seifenblasen wieder. Ich glaube, das sieht sehr nach Seifenblasen aus. Ich habe die übrigens immer noch. Aber man sieht es da. Da stehen sie. Da stehen auch noch andere. Aber das sind. Da. Das sind die aus der Querbox. So, dann haben wir hier wieder ein schönes Bildchen. Und. Das ist aber alles ganz schön schwer. So, der Karton ist leer. Da gucken wir natürlich noch nicht rein. So, was machen wir denn zuerst auf? Ich glaube, wir machen erst das Bild auf. Mal gucken. Ich hoffe mal, es ist wieder so ein Lomo-Bild. Oh, es sind drei. Ja, jetzt aber nochmal alles aufgefahren und alles wird rausgehauen. So, wir hätten hier einmal. Ein Fahrradlenker. Gefällt mir ganz gut, das Bild. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fahrrad. Wollte gerade sagen, Fetischist. Der Fahrradliebhaber, sag ich mal. Aber ich mag ja Motorräder. Ja, genau. Aber ich mag ja Herbst. Und da liegen Blätter auf dem Boden. Es könnte natürlich auch der diesjährige Sommer sein. Aber ich glaube, es ist Herbst. Dann haben wir hier noch ein Bild. Das kommt mir bekannt vor. Rona Keller. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wo genau. Ich meine, das hätte ich schon mal gesehen. Sieht auch sehr schön aus. Und nochmal ein Herbstbild. Auch Rona Keller. Das erste war bestimmt auch von Rona Keller. Ein paar Blätter. Ein paar Herbstblätter. Gut, das wären die Bilder gewesen. Ich gucke gerade mal, ob das erste auch von ihr ist. Oder ihm. Rona ist so ein komischer Name. Ja. Gut, das wären die Bilder gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich mache erst hier dieses größere Paket auf. Ich habe schon ein Buch eben gerade so halb gesehen. Porträtmagazin. Okay, das haben wir wieder eine Zeitschrift. Ich habe eben mich gerade ein bisschen gewundert. Ich dachte, das wäre irgendwas von Tokyo Hotel, weil der sieht dem irgendwie ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, welcher von den beiden, aber. Oh. Oh, das gefällt mir. Das da. Ich weiß nicht warum, aber. Da habe ich dann jetzt wieder ein bisschen was zu gucken. Viele große Bilder. Das ist schön. Gut. Und wir haben wieder eine. Oh, ein Bilderrahmen. Hello. Sieht doch auch schön aus. Der sieht so ein bisschen wie Marmor aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Gibt es bei DM übrigens.
Ist nämlich hinten, ups, Entschuldigung. Ist nämlich hinten dieser DM-Aufkleber drauf. Und Beyond Edition Number 2. Die Dame sieht leider etwas gruselig aus. aber das ist, glaube ich, sowas wie. Wie hieß denn die andere Zeitschrift, die schwarz-weiß war? Oh. Naked Dice, die zeige ich hier besser nicht. Oh, es ist Englisch. Also hier war gerade ein englischer Text. Viele Bilder. Ich glaube, das ist auf Englisch. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall sehr viele Bilder. Die werde ich mir auch mal angucken. So, was haben wir hier? Ein Sonderheft der Photokina. 16. bis 29. September. Oh. Ich hoffe mal, das hat man jetzt nicht gesehen. Da ist nämlich hier vorne ein Gutscheincode drauf für eine Tageskarte. Das habe ich auch schon bei Instagram gelesen. Und ich glaube, da werde ich sogar hingehen. Wenn das jetzt nicht ein Freitag oder irgendwie unter der Woche ist. Wenn es ein Samstag ist, dann werde ich da, glaube ich, mal hindüsen. Mal gucken, was da so gibt. Da wird wahrscheinlich überwiegend alles digital sein. Aber es wäre halt ganz nett, wenn da irgendwelche Filmhersteller wären und die dann irgendwelche Filme mit drei Bildern irgendwie vergeben würden. Das wäre cool. Ah, hier steht auch hier Kameras, Objektive und Filter, Lichtstative, Zubehör, Finishing Druck, Präsentation, Software, Speichern und Teilen, Innovation und Startups. Da ist, glaube ich, nicht so viel mit Analog. Aber man kann ja mal hingehen, vor allem wenn es kostenlos ist. Gut, da werde ich dann mal hindüsen, wenn es denn kein Wochentag ist, also unter der Woche. Dann haben wir hier Catch a Bubble, Seifenblasen. Eine sehr süße Verpackung. Und da ist kein runder Pustestäbchen-Ding drin, sondern der hat so Rautenform. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hier drin ist. Das fühlt sich irgendwie nach einer Schatulle an. Ich zeig's euch mal. Ist irgendwas Loses drin. Ich weiß es nicht, was es ist. Inspirationskarten. Oh, wie cool. Da passen 100 Pro. Passen da. Vor allem, weil das auch hier von der Farbe her schon in die Richtung geht, da passen 100 pro Polaroid-Bilder rein. Aber bestimmt nicht die fetten. Ich habe nämlich hier ein verkorkstes. Ne, die sind zu groß. Etwas. Das sind die von der Spektra. Die haben ein bisschen größere Bilder. Aber ich denke mal, normale werden da reinpassen. Ich mache das Ding mal gerade auf, weil. Ich lasse mich gerne inspirieren. Vor allem ist das auch ein schönes Kästchen. Ich habe zwar schon ein Kästchen für meine Polaroid-Bilder, aber man kann ja nie genug davon haben. Das ist ja nochmal eingepackt. Besser fotografieren mit 50 Inspirationskarten. Lass dich anregen durch kreative Aufgaben. Oh! Kreative Aufgaben? Das hört sich ja interessant an, so von wegen fotografiere einen Baum aus der Krone oder sowas. Und schule deinen fotografischen Blick überall einsetzbar. Das interessiert mich jetzt aber richtig hart. Anleitung. Ziehe zufällig eine Karte. Diese sollte dich eine Zeit lang. Die Tür ist gerade zugeflogen.
eine Zeit lang beschäftigen. Das kann ein Spaziergang, eine Geschäftsreise mit dem Handy oder auch mal eine ganze Woche lang im Alltag sein. Kreativität braucht Zeit. Ein guter Ansatz ist es auch, Fotoideen ohne Kameras zu entwickeln. Das macht den Kopf frei von. Die Tür, die geht auf und zu. Frei von Fototechnik. Wichtig ist es, dass du nicht probierst, die Beispielfotos nachzustellen, sondern selbst Ideen entwickelst. Wenn du an einem Fotowettbewerb teilnimmst, kann es auch spannend sein, Ideen mit Hilfe der Inspiracles zu finden. So heißen die. Ich weiß nicht, ob das, das richtig ist. Ist ein komisches Wort. Ja, Tür. Es ist gut. Kombiniere das Wettbewerbsthema mit einer Karte. So. Die ersten Karten sind erst der Anfang. Die Karten sind erst der Anfang. Es gibt noch ein Online-Bonuspaket. Ein kostenloses E-Book. Muss ich jetzt nicht unbedingt. So, ich lese mal gerade die erste Karte vor, damit wir, ihr und ich, ungefähr eine Idee bekommt. Round nennt die sich. Inspiration. Fotografieren nur runde Dinge. Eine tolle Übung, um sehen zu lernen. Wenn du mit dieser Aufgabe eine Weile im Hinterkopf unterwegs bist, fällt dir erst auf, wie viele Motive man sonst übersieht. Tipp: Für diese Aufgabe eignet sich oft das quadratische Bildformat und eine zentrale, formatfüllende Perspektive. Als Serie in Tableaus angeordnet und nach Farben sortiert, wirkt das Ergebnis besonders gut. Tableau? Wie heißt das? Tableaus. Ist bestimmt Tableau. Ist das Tableau? Ist das Französisch? Ich kann kein Französisch. Beispiele. Offensichtlich sind Verkehrsschilder, Aufkleber, Knöpfe, Bälle, der Mond, diverses Obst und so weiter. Spannend wird es, wenn Dinge aus anderen Perspektiven rund werden. Die Hängelampe von unten, eine Flasche von oben, Gefäße und Blumentöpfe, halbvolle Gläser und andere Alltagsgegenstände. Da sieht man hier ein paar Beispielbilder. Möchtest du gerne fokussieren? Aber da sieht man einen Wecker, dann eine Pflanze und halt andere runde Sachen. Aber das ist interessant. Das gefällt mir. Blau gibt's monochrom, cold, worm's eye, sideways, wide angle, flash, long exposure, double exposure, light painting, pain, also nicht Schmerz, sondern Pane. Foreground, repeat, my story, same, same. Spickzettel. Nice. Verschlusszeiten. Ja gut, das. Oh, hier steht noch ganz viel anderer Kram. Spickzettel, Blende. Belichtungszeit. ISO. Moment. Hyperfokal Distanz. Was auch immer das ist. Graukarten, Weisheiten. Aber das ist mal sehr interessant. Ich habe sowas noch vorher noch nie gesehen und super Döschen. Ich weiß nicht, ob ich habe. Ich meine, ich hätte hier irgendwo Polaroid-Bilder rumliegen, weil ich die noch einscannen muss. Wo sind die hin? Hier ist noch Verpackungs. Wo seid ihr? Auf meinem Müll. Da haben wir doch welche. Ein wunderschönes, auch schiefgegangenes. Es passt rein. Ich kann es euch zeigen, wie schön es reinpasst. Okay, dann habe ich noch mal eine schöne neue Dose für wahrscheinlich extrem gut gelungene Polaroid-Bilder. Das sind natürlich alle von mir. Auch dieses hier. Ja, das war, glaube ich, die Querbox. Also einmal, wir haben zwei Zeitschriften. Einmal die Beyond Edition Number 2. Dann haben wir das Porträtmagazin, auch mit vielen Bildern. Aber auch ein bisschen Text. Das ist eher weniger bei Beyond. Dann haben wir einen schönen Bilderrahmen. Dann haben wir die drei
Karten. Dann haben wir diese Inspirationskarten. Genau, Pusteblasen. Pustefix hieß das andere, genau. Und dieses kleine Magazin mit dem Code für die Tageskarte von der Fotokina. Wann ist das denn? Das ist ja schon. Wir haben heute 19. Das ist 6. Das ist ja schon nächste Woche, Junge. Ich habe nächste Woche auch noch Spätschicht. Ich hoffe mal, dass das irgendwie, ob man sich da aussuchen kann, wenn man da hin will. Aber das wäre halt nice, wenn ich irgendwie samstags dahin könnte. Ja, das war die Querbox Nummer 12. Ich wollte hier gerade noch mal kurz reingucken. Da, Samstag 12 Euro beziehungsweise Mittwoch bis Freitag 35 Euro. Oder ist das ein Rabatt? Oh mein, ich lese mal gerade den Text vor. Da hat sich auch jemand ja was gedacht. Fotokina Tagesticket. Ihr seid herzlich eingeladen, die weltweite Leitmesse der Fotobranche zu besuchen. Mit dem Code aus unserer Querbox könnt ihr online kostenlos ein Tagesticket anfordern. Ihr könnt es direkt ausdrucken und auf geht's nach Köln. Die Fotokina findet in diesem Jahr vom 26. bis zum 29. September statt. Ich bin mir jetzt unsicher, ob man sich immer noch aussuchen kann. Für welchen Tag? Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Genau, die Postkarte. Da gab es mehrere zur Auswahl. Seifenblasen. Ja. Man muss ja auch mal nachgucken, ob alles drin ist, weil bei so vielen Sachen kann ja auch mal sein, dass da irgendwie zufällig irgendwas vergessen wird. Aber das war die Querbox, genau. Ich freue mich sehr auf die Fotokina, wenn ich denn Samstag hin kann. Ja, und ich hoffe, euch hat diese Querbox gefallen und ich hoffe eigentlich, dass nächstes Jahr weitergeht mit den Querboxen, weil ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Aber ja, dann müssen wir uns überraschen lassen. Ja, dann, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wo ist meine Maus? Hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!